Yo, was geht ab, Leute? Ich bin euer Phantom. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr alle 30 Sekunden 5000 RP dazu erklitschen könnt. Das ist ein Re-Upload, also das Videomaterial ist schon von Oktober letzten Jahres. Da die Peyote-Pflanzen wieder am Start sind, ist dieser Klitsch wieder aktiv. Und ich zeige euch die Solo-Variante, ich zeige euch die Duo-Variante. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Bin hier mit raus. Peace out, euer Phantom. Alles, was ihr für diesen Klitsch braucht bei der Solo-Variante, ist einmal hier so eine Peyote-Pflanze. Die sind nämlich wieder am Start. Wo ihr die findet, packe ich euch in die Beschreibung bzw. ins angepinnte Kommentar eine Karte, wo ihr diese ganzen Pflanzen findet. Dann müsst ihr einmal unter dem Interaktionsmenü unter letzten Spawnort oder hier Spawnpunkt letzten Ort einstellen, dass ihr immer wieder hier landet. Ihr müsst jetzt einfach einmal rechtes Steuerkreuz drücken, um so eine Peyote-Pflanze zu essen. Wenn ihr die gegessen habt und verwandelt seid, dann müsst ihr einmal in einen Job für einen Titan gehen. Ja, also wenn ihr hier als Tier gespawnt seid, einfach Optionstaste. Online Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, Mission, geht in einen Job für einen Titan, wartet bis ihr da drinne geladen seid. Ihr habt gerade eben gesehen, wir haben uns schon zurückverwandelt. Im Job angekommen, könnt ihr auch, sobald ihr raus könnt, wieder rausgehen. Jetzt müsst ihr einfach nur noch einmal das Ganze abspeichern, indem ihr aufs Interaktionsmenü geht, geht auf Stil, ändert einmal die Klamotten, geht hier wieder raus, wartet die orangene Ladeschnecke rechts unten im Bild ab und dann könnt ihr einmal die Anwendung schließen. Ihr müsst die Anwendung schließen, denn nur mit Internetstecker ziehen oder Internet abbrechen, irgendwie funktioniert das nicht. Ihr müsst die Anwendung schließen. Wenn ihr die Anwendung neu startet, müsst ihr ab dieser Bikini-Frau hier die ganze Zeit R1 gedrückt halten oder Spam, wie auch immer ihr wollt, bis zu dem fünften Polizeistern, die da rechts oben in der Ecke auftauchen. Ihr seht, es sind schon 2, 3, 4, 5. Wenn das der Fall ist, könnt ihr aufhören zu spammen. Somit habt ihr euren Catch geleert und die Peyote-Pflanze liegt jetzt wieder am selben Ort. Seid ihr wieder online gespawnt? Am besten ist, ihr macht das Ganze natürlich in einer Einladungssitzung. Dann seht ihr auch schon, dass die Peyote-Pflanze wieder da liegt und ihr könnt das Ganze nochmals machen. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal Duo, wo das Ganze schneller geht, finde ich persönlich die bessere Variante. Allerdings braucht man dazu einen Freund, wie der Name schon sagt, Duo halt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Um das Ganze mit einem Freund Duo zu machen, wo ich persönlich finde, dass es schneller und einfacher geht, macht ihr eine Einladungssitzung oder geschlossene Freundessitzung, holt euch euren Kollegen an die Peyote-Pflanze, an der ihr das durchführt, schickt euren Kollegen einmal in einen Job für einen Titan, dazu drückt ihr einmal die Optionstaste, geht auf Online, geht auf Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, auf Mission und geht in einen Job für einen Titan. Sobald bei ihm Job für einen Titan geladen ist, sagt er euch Bescheid. So, der Kollege ist nun in einen Job für einen Titan. Ihr könnt euch jetzt hier einfach an die Peyote-Pflanze stellen, sodass ihr links oben die Meldung habt mit dem rechten Steuerkreuz drücken. Diese Meldung braucht ihr, dann wisst ihr, ihr seid nah genug dran. Dann könnt ihr einmal über die Optionstaste über Freunde auf euren Kollegen gehen und diesem beitreten. Ich sehe meinen Kollegen jetzt leider durch einen Bug von Rockstar, danke dafür, nicht hier in dieser Liste. Ihr solltet eure Kollegen sehen. Ich habe zu viele Freunde auf der Freundesliste, darum buggt es ab und zu mal rum. Ich mache das Ganze ein kleines bisschen anders. Und zwar, während ihr jetzt dort auf euren Kollegen geht, mache ich das Ganze über das PSN-Menü, gehe einmal auf meinen Kollegen drauf, dass ich ihm beitreten will in einen Job für einen Titan. Und in diesem schwarzen Bildschirm, ihr bekommt eine schwarze Meldung, die sieht genauso aus wie hier. Drückt ihr 1-2-mal rechtes Steuerkreuz, zählt 3 Sekunden ab und dann bestätigt ihr dieses, okay? Also wir drücken jetzt rechtes Steuerkreuz und jetzt 1,
2, 3. Denn im Hintergrund ist er die Peyote-Pflanze. Jetzt werden wir in einen Job für einen Titan gezogen. Sobald wir dort drinnen sind, müssen wir jetzt noch kurz warten, bis es so einen Flash gibt. So, ihr seht, jetzt ist das Bild ganz hell geworden. Dann wissen wir, jetzt hat es geklappt. Jetzt können wir hier aus einem Job für einen Titan einfach wieder rausgehen. Und ihr seht schon oben, dass ich jetzt 5000 RP dazu bekommen habe. Das könnt ihr jetzt die ganze Zeit machen. Ihr spawnt jetzt wieder draußen, genau an der Peyote-Pflanze. Die Peyote-Pflanze ist immer noch da. Euer Kollege ist immer noch in einem Job für einen Titan. Dort soll er auch drinnen bleiben. Ihr könnt euch natürlich abwechseln, ja, dass jeder es 10-mal macht. 10-mal ihr, dann geht ihr in einen Job für einen Titan und dann euer Kollege 10-mal oder wie auch immer ihr das macht. Könnt ihr euch überlegen. Also, ihr geht an die Peyote-Pflanze ran, sodass ihr links oben die Meldung habt. Geht auf Option, Freunde, sucht euren Kollegen raus und geht auf Spiel beitreten. Oder ihr macht das wie ich über das PSN-Menü, geht auf Beitreten, wartet auf die schwarze Meldung. Schwarze Meldung ist am Start. Ihr drückt 1, 2 mal rechtes Steuerkreuz, zählt bis 3 und dann bestätigt ihr die schwarze Meldung mit X. Dann wartet ihr, bis ihr in den Job eingezogen seid. Wartet auf den Flash, dass das Bild so einmal ganz hell wird. Und dann könnt ihr den Job einfach wieder verlassen. So, jetzt war es gerade hell gewesen. Ihr geht einfach wieder raus. Peyote-Pflanze ist wieder da. Wir haben oben unsere Punkte bekommen, unser RP. Und wenn ihr als Tier spawnen solltet, das passiert ab und zu mal, solltet ihr als Tier spawnen, dann geht ihr einfach auf Option, auf Jobs, Job spielen, Job für einen Titan. Dann geht ihr selber in einen Job für einen Titan, geht wieder raus, dann spawnt ihr wieder als Mensch. Denn es passiert ab und zu. Das ist alles, was ihr machen müsst, das ist alles, was ihr beachten müsst. Wobei, ihr müsst doch unter Option, wenn ihr die Du-Variante macht, auf Online, auf Option, unter Spielersuche, die Einstellung auf geschlossen machen. Okay? Das müsst ihr noch machen. Ansonsten müsst ihr nichts mehr beachten. Ich wünsche euch frohes Glitchen. Ich bedanke mich hier bei Riven, der mir für dieses Video geholfen hat. Wünsche euch noch einen geilen Abend. Bin hiermit raus. Peace out. Euer Phantom.